Ausfüllen des Buchungsformulars werden Sie aufgefordert, eine Zahlungsart auszuwählen. Wir bieten drei Zahlungsmöglichkeiten an: Online, offline oder mittels Unternehmenskredit. Zwar können die Zahlungsbedingungen je nach Land variieren, dennoch möchten wir Ihnen jede Option einzeln vorstellen. Die Optionen der Online-Bezahlung sind Kreditkarte, Bitcoins oder eine andere in Ihrem Land verfügbare Zahlungsmethode. Tragen Sie Ihre Kartennummer, das Ablaufdatum, den CVV-Code und weitere erforderliche Zahlungsdetails ein. Bezahlen Sie offline, stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: die elektronische Überweisung durch Ihre Bank und die Bezahlung in einer Agility-Niederlassung. Das Tab zur elektronischen Überweisung zeigt den Zahlungsempfänger Ihrer Überweisung an. Geben Sie die Beleginformationen in den entsprechenden Feldern ein, nachdem Sie die Banküberweisung veranlasst haben. Sie möchten lieber in einer Agility-Niederlassung bezahlen? Nutzen Sie unseren Standortfinder, um eine Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden. Einer unserer Mitarbeiter wird Ihre Zahlung entgegennehmen und Ihnen einen Beleg ausstellen. Tragen Sie diese Informationen in Ihre Zahlungszusammenfassung ein, um den Vorgang zu bestätigen. Wenn Sie es bevorzugen, nach Zustellung Ihrer Lieferung eine Rechnung zu erhalten, wählen Sie die Option Shipper Freight Unternehmenskredit. Die meisten Unternehmen mit guter Bonität erhalten einen Shipper Freight Kredit in Höhe von $15.000. Sie können einen anderen Kreditrahmen beantragen. Wenn Sie bei der Registrierung einen Unternehmenskredit beantragt haben, verfügen Sie gegebenenfalls bereits über ihn. Prüfen Sie Ihren verfügbaren Kredit. Klicken Sie auf Bezahlen, wenn der Betrag Ihre Buchungsgebühren abdeckt. Sollten Sie noch keinen Kredit beantragt haben, genügt es, die Pflichtfelder mitsamt der D&B-Nummer Ihres Unternehmens auszufüllen. Eine Kreditzusage kann bis zu 7 Tage in Anspruch nehmen. Sie werden über Ihre Kreditzusage und das Kreditvolumen in Kenntnis gesetzt. Anschließend fragen wir Sie, ob Sie Ihren Kredit für diesen Auftrag nutzen möchten. Wenn dies so ist, klicken Sie auf Ja, um den Prozess zu starten. Nach Bestätigung Ihrer Zahlungsmethode wird Ihr Auftrag an unser Operationsteam zur Bearbeitung weitergeleitet. Sie können Ihre Sendung vom Ausgangs- bis zum Bestimmungsort auf unserer Tracking-Seite verfolgen. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Versandstatus Ihrer Ware prüfen können.